Rollerteam, der größte Hersteller in Italien. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Das hat mir jetzt gerade der liebe Karl Schlössel von La Marca. Genau, erzählt. Wir sind der Importeur für Süddeutschland oder für die meisten süddeutschen Gebiete. Bei uns im Haus sehr lange Tradition, auch mit Rollerteam, muss man sagen. Rollerteam gehört heute zur Trigano-Gruppe und ist einer der ältesten und größten Hersteller in Italien. Ja, Wahnsinn. Also du weißt echt so unglaublich viel. Also ich glaube, man könnte mit dir durch die halben Hallen gehen und du könntest irgendwie zu allem irgendwas sagen. Also du bist schon super lange in der Branche auch, oder? Ich bin so ein richtiges altes Urtier, würde man sagen. Ich kenne hier jeden Hersteller, wo die gebaut werden. Viele bauen ja miteinander. Rollerteam baut für sehr viele Hersteller. Gibt es unter dem Namen CI, dann gibt es Elnac in der gleichen Gruppe, ja. Mobilwetter und so weiter. Ist alles artverwandt. Aber Rollerteam ist quasi so die Mutter dieser ganzen Firmen mit in Italien und auch die Nummer 1 in Italien. Okay, was mich jetzt mal interessieren würde, ich meine, du hast super viel Ahnung, du hast super viele Modelle schon gesehen und so. Was würdest du jetzt als Städtefahrzeug zum Beispiel empfehlen? Städtefahrzeug im Moment haben wir ja immer diesen Trend Kastenwagen oder Reisemobile 599. 599 gibt es natürlich momentan sehr interessante Fahrzeuge. Da fällt mir natürlich unser eigenes ein mit den zwei Grundrissen, wo wir ja sehr hohe Zuschauerzahlen, übrigens hier Like immer wieder für German TV, wo natürlich durch die Decke geht. Es gibt von Illusion interessante Grundrisse. Viele Hersteller versuchen gerade diesen Markt, aber warum auch immer, viele bauen immer länger, immer länger. Und, aber der Trend ist schon tatsächlich, wie du auch sagst, kurze Fahrzeuge. Aber es gibt nicht so viele auf dem Markt. Okay. Und welche sind so deine Hersteller, wo du sagst, die haben es schon ganz gut hingekriegt? Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis mit Sicherheit der Preisbrecher auf dem Markt ist Jottiline. Ja. Jottiline haben wir ja ein bisschen was gemacht. Die Dinger sind wirklich gut, gut, gut für den Preis. Fehlt halt dieses Schnickschnack, Schnickschnack, Schnickschnack. Ja. Kann man natürlich nachrüsten. Ja. Neu auf dem Markt ist Atlantis mit Monocoque. Das ist natürlich dann High-End-Glas mit 5,95 Meter. Habe ich mit dem Sven was gemacht. Ist Monocoque, ist ganz andere Qualitätsstufe. Trend geht sehr stark zu Rundsitzgruppen. Also sind absolut gesucht. Gibt es nicht viele Hersteller. Die Deutschen verschlafen diesen Markt im Moment. Die Italiener, Spanier sind da führend, vor allem die Spanier im Moment. Also da gibt es ganz neue Trends und der Markt ändert sich gerade rapide. Okay, sehr interessant. Grundlagenwissen mit Karl Schlössel. Er weiß nämlich super viel und ich würde am liebsten jetzt noch eine halbe Stunde mit dir über irgendwelche Fahrzeuge reden und welche Modelle am besten sind. Aber wir stehen ja eigentlich hier vor diesem Modell und jeder denkt sich jetzt, ja, wann zeigen sie es denn endlich? Ja, das ist natürlich hier der neue Zefiro 287 Integral mit ein bisschen geänderten Grundriss. Man sieht schon, der sieht ein bisschen aggressiver, bissiger aus von der Frontschnauze her. Nicht so langweilig, also sehr, sehr aktiv. Wie gesagt, ja, auch. Da habe ich ja auch viel mehr Raum noch innen, oder? Ja, du hast natürlich viel mehr Raum. Du hast dieses Bus-Feeling im Vollintegrierten. Ja. Im gleichen Grundriss gibt es natürlich auch das Teilintegrierten auch. Aber hier speziell habe ich mir gedacht, schauen wir uns mal einen Vollintegrierten an, weil der natürlich dieses mega, mega Raumgefühl hat. Und von außen, wenn du guckst, er sieht halt einfach ein bisschen sportiv aus. Er sieht anders aus wie alle anderen Vollintegrierten von vorne. Sieht ein bisschen auch unten mit den LEDs. Das ist schön gemacht. Sieht ein bisschen so, ich beiß dich jetzt aus. Dann natürlich von der Garantie auf die komplette Konstruktion vom Body, also den Aufbau. Mittlerweile 10 Jahre Garantie, das macht fast auch niemand. Ja. Komplett natürlich GFK, holzfrei, alles mit Aluminium im Fahrzeug, Boden komplett mit GFK, Dach GFK und wir schauen jetzt natürlich hier ganz nahe Film, was man ja normalerweise nicht so mag als Hersteller, also als Importeur. Du siehst hier keine Falten oder irgendwas, weil der Blickwinkel ist immer der gefährlichste für alle. Also du darfst auch ganz, ganz nah ran. Also kannst du hier wirklich, du kannst, ist wie so ein kleiner, ich habe beinahe gesagt Kinderpopo, also wirklich gut gemacht. Also fast schon, wie wenn es aus Metall ist, aber es ist tatsächlich GFK, man möchte es fast gar nicht glauben. Sehr schön. So, wir zeigen auch mal kurz, der Vollständigkeit halber natürlich diese Heckgarage. Los Garages. Wenn die Jeanne uns folgt, genau. Und hier lässt sich auch schon erahnen, ich habe Treppen fürs Bett. Ja, du hast hier Treppen fürs Bett, für hinten drin. Also für nachher für die Einzelbetten. Hier haben wir natürlich eine mega, mega, mega große Garage. Auch diese ist beheizt.
Im Übrigen gibt es auch für diese Zephyrus so Arktik-Pakete. Das heißt mit Fußbodenerwärmung, beheizten Tanks, dass das Ding wirklich wintertauglich ist bis minus 25 Grad. Wow. Damit kannst du also unbesorgt irgendwo nach Lappland, Bayerische Alpen, Lettland. Lettland auch gut. Dolomiten, was fällt uns noch ein? Jetzt bist du dran. Schnelle. Norwegen, ja. Schweden, ja. Finnland. Ja. Dann haben wir fast alle durch. In den Norden, von Deutschland. Wir gehen mal rein. Wolltest du was sagen? Die haben wir schon verpasst. Haben wir schon längst verpasst. Okay, ich sag's trotzdem. Falls ihr es noch nicht getan habt, bitte abonniert German Television. Und mich würde auch super interessieren, ob euch so Grundlagenwissen so ein bisschen interessiert oder auch mal so darüber zu sprechen, welche Sachen sind eben gefragt gerade, welche Familienmodelle gibt es, welche Kurzmodelle gibt es und so weiter. Weil wir haben festgestellt, wir sind hier auf der Messe. 17 Hallen haben wir hier. Also als Besucher, du wirst eigentlich erschlagen von dem Angebot. Und wenn du was Bestimmtes suchst, ist es eigentlich ohne Recherche vorher unmöglich, oder John? Du hast überhaupt gar keine Zeit. Ja. Genau. Du kannst dich eventuell dann vielleicht auf eine Halle konzentrieren. Wenn du die genauer angeschaut hast, ist der halbe Tag um. Ja. Und dann weißt du ja gar nicht wohin, ne? Ja. Mit dir. Also gebt uns gerne Feedback, was ihr hören und sehen wollt. Gut, wir haben hier ein Hubbett. Wir haben hier ein mega großes Hubbett. Du bist jetzt gleich wieder dran mit Schätzen, wie groß das Hubbett ist. Also man sieht auch hier normal alles sehr schön gemacht, also mit so Applikationen drin. Muss man anfühlen, das ist richtig weich, ist richtig hochwertig gemacht. Du kannst auch mal mit dem Kopf dagegen hauen. Ist der gerade rausgerannt? Nein, der ist gestolpert. Der ist geflüchtet. Der ist gestolpert. Okay. Frau hat ihn wiedererkannt. Genau. Das ist riesig. Dann fährst du das Ding runter. Und der Vorteil natürlich beim Vollintegrierten ist, du kannst hier oben im Bettchen bleiben, du kannst hier ganz gemütlich sitzen, du kannst hier deine Süßigkeiten mampfen, wie wir beide wissen. Ja. Ich finde das also dann einfach urgemütlich. Ja, wir verkaufen die relativ oft im Moment von Rollerteam, weil die Preis-Leistung noch irgendwo passt. Ja. Und du hast halt mega viel Platz und der hat dieses italienische Flärchen drin. Ja, und auch dieses Raumgefühl ist der Hammer. Ich finde auch zum Beispiel diese dunkle Wand hier hinten mit dieser indirekten Beleuchtung, das macht so wohnlich dann nochmal. Das sind so diese Details, die es dann letztendlich auch ausmachen. Und weil du mich gefragt hast, wie groß das Bett ist, ich würde sagen 1,60 auf 2 Meter. Ich würde sagen 1,40. 1,50 auf 2 Meter. Okay, sind wir in der Mitte. Alles klar. So, der Tisch, der lässt sich auch ausklappen. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zeigen. Das ist ziemlich, was heißt Standard? Standard klingt immer so negativ, aber ist auf jeden Fall praktisch, ja. Bei den Italienern ist es halt immer diese Kleinigkeiten, wo du siehst, wie zum Beispiel wie die Schränke sind, dass die ein bisschen designmäßig anders ausschauen. Mhm. Auch wenn du das Ensemble um den Küchenblock siehst, mit Hilfen, mit Magnethilfen, Ablagemöglichkeiten, das ist halt alles hier richtig gut gemacht. Ja. Auch die Zwischenschubladen oder die Zwischenbretter sind drin. Bei vielen Herstellern fehlen die ja. Okay. Schon hast du das entdeckt? Das könnte man nehmen. Was ist das? Weißt du das? Da gibt es ein Brett zum Einhängen, das ist momentan nicht da, sehe ich. Mal wieder? Da gibt es immer so Oder Dinge. Das hier? Ist es das? Nee, das ist es nicht, weil das kommt da rein. Ah. Aber es gibt so ein komplettes Set dazu, wo du diverse Küchengeschichten hast, was du hier wegmachen kannst. Okay. Drunter der Backofen. Und was ist das hier hinten? Was bräuchte das? Stimmt. Ich würde da eine Kaffeemaschine draufstellen, eine Nespresso-Maschine. Okay. Ja, aber die kann ich doch auch einfach so hinstellen. Oh. Okay. Jeder hat so seine Ideen, jeder Hersteller hat seine eigenen Ideen. Na gut, vielleicht findet es jemand extrem praktisch. Kann ja sein. Okay, hier das finde ich zum Beispiel praktisch, dass ich da nicht reinkrabbeln muss. Und hier kann ich halt auch mal was Höheres dann hinstellen. Und es fällt eben nicht so schnell raus. Ja, sogar mit Softcase, schau. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier mal einen Backofen, das ist auch nicht so Standard. Richtig cool, um mal beim Kippen. Ach so, aha. Ja, da kann ich lange oben ziehen, ne? Bis die Klappe ab ist. Genau. Das ist so der typische Effekt auf einer Messe: jeder reißt auf der falschen Seite an, bis die Klappe weg ist. Ja. So, die Besteckschublade darf natürlich auch nicht fehlen. Ich mach gerade mal die nächste noch auf schon. Das ist kein Schublade, sondern ein Fach. Okay, sehr schön. Da ist auch die Technik gut untergebracht, also richtig praktisch, wo du mal hinkommst. Mhm. Und hinter dir dann, Jan,
Detektor sozusagen, beziehungsweise Kühlschrank-Kombi mit Gefrierfach oben drin und unten die. War ich zu schnell? Du bist am Gehen. Ich kann nicht aufhören zu gehen. Tut mir leid. Tag 10. Wir sind so gemein. Geschafft. Das ist so gemein. Mich sieht man ja gar nicht, ja, wenn ich. Ja, und dann sage ich das auch ja, noch. Genau. Voll fies. Ja, aber weil du nicht geantwortet hast, dachte ich so, ja, okay, sie kann nicht antworten, weil sie gähnt. Okay. Sie ist schon beschäftigt. Ich gehe gerade mal in die Dusche, damit man das mal sieht. Also verzeiht's mir, wenn ich auch mal vor der Kamera gähne. Die Jeanne ist die ganze Zeit am Gähnen. Genau. Genau, so hier habe ich eine Abtrennung. So, jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Aha, okay, hier ist so ein Druckknopf. Das hat natürlich nichts mit dem Design des Fahrzeugs zu tun. So, dann habe ich hier genau diese Abdeckung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht so praktisch. Das ist ein bisschen so ums Eck mit ja, diesem Druckknopf. Ja. Könnte man eventuell verbessern. Ich mag lieber die Schieber, die man dann oben hat, damit man das einfach so runter. Ja, ja, genau. So, jetzt haben wir hier. Ein Raumbad, weil wir können, also ich mach's jetzt mal nicht, aber wir könnten, oder soll ich's mal? Komm. Ist hier eine Tür überhaupt? Nee, ich glaube nicht. Hä? Nee. Ach so, das war, okay, nee. Wir haben hier keine Tür. Aber wir haben trotzdem ein großes, geräumiges Bad. Hier habe ich viel Platz für meine Beine, wenn ich auf der Toilette sitze. Jeanne, folgst ja, du mir? Ja, ja. Oder bist du gerade irgendwo anders festgehangen? So, dann habe ich hier Stauraum mit einem integrierten Toiletten. Halt, Toilettenpapierhalter, jetzt habe ich's. Schönes kurzes Waschbecken. Die Tür hat leider auch schon ein bisschen gelitten. Sehe ich gerade. 10. Messetag. Also hier, das ist nicht standardmäßig so, sondern ich glaube, die hat einfach wirklich. Ich meine, 3.000, 4.000 Leute machen das auf jeden Tag. Das ist schon krass. Hier haben wir auch noch ein Fenster dann im Bad. Hier haben wir nochmal Staufächer. So ist das. Und sitzt du gut? Ja. Ich kann eigentlich gerade sitzen bleiben. Ja, genau. Ich muss gerade mal zeigen. Ich habe hier einen Spiegel. Wow. Also auf jeden Fall gut genutzt. Da ist gerade jemand reingekommen. So, ach so, Bett haben wir noch nicht gezeigt. Karl, geht's dir gut, ja, ne? Ich bin noch da. Du bist noch da, bin okay. Weg. So, wir können dich auch noch mal reinlassen. Jetzt zeigen wir nämlich gerade mal das Bett noch. Hier haben wir zwei Längsschläfer, auch richtig gemütlich mit diesen Polstern hinten. Wie meinst du? Ich glaube, da hat wohl. Da hat wohl jemand letzte gemacht. Nacht geschlafen, genau. So sieht's ja aus. Ja, könnte sein. So, wir haben hier auch noch mal extra Lautsprecher hier drin. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man hier auch ja, ein bisschen Musik hören kann abends mal. Vorm Schlafen gehen zum Beispiel oder ein Podcast oder was auch immer. Genau, hier haben wir noch mal Staufächer. Das macht es aber auch gemütlich. Hier oben Staufächer, also wirklich jeder Platz ist genutzt. Ich habe mich immer gefragt, kann man diese Boxen eigentlich auch mit dem Fernseher dann verbinden? Geht. Ja? Mhm, ah, das ist ja cool. Über Smart TV oder sowas kannst du das heute ja. Alles ohne Probleme machen. Okay. Das ist ja sehr praktisch. Mach gerade mal bitte noch die Schränke auf. Ja, Kleiderschrank. Ich schau gerade mal. Der ist, glaube ich, sogar von. Nee, ist nicht von oben. Nee, in dem Fall jetzt nicht. Das ist relativ fest. So, ja, auch andere nicht Seite. Wichtig, glaube ich. Bitte? Wenn du unten reinkommst, ist es von oben eigentlich da fast nicht mehr wichtig. Ja. Was siehst du schon? Noch eine kleine Stange, genau. Okay. Oh, sehr gut. Dann so. Haben wir da gleich noch zwei Schubladen. So ist es. Zeige ich euch gerade mal. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen. So, also die ist ziemlich tief. Und noch eine natürlich. Und ich glaube sogar, dass unter der Stufe auch noch was ist. So, ich zeig das mal gerade. Mhm. Genau, hier haben wir wieder das. Das findet sich da wieder. Dieses Leder. Leder. Wie nennt man das? Ja. Leder. Das ist für mich immer das typische Schmutzwäschefach. Fach. Oder Schuhfach. Ja. Genau. So würde ich es auch bezeichnen. Ja. Hier haben wir noch ein Heki und zwei Seitfenster mit schönen Vorhängen. So, ich glaube, ich gucke mich noch mal kurz um, aber ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja. Karl, möchtest du noch was ergänzen zum Fahrzeug? Eigentlich, du hast schon fast wie immer alles perfekt gemacht. Ja, du hast mir überhaupt nicht zugehört. Lüg doch, nicht. Ich höre dir zu. Ich lausche dir immer. Okay, alles du klar. Du bist so perfekt mittlerweile. Da muss man nichts mehr erzählen. Du gehst rein und du kennst eigentlich schon alles. Ja, ich bin immer verblüfft, wie du das okay, machst. Okay. Ich werde schon rot. Wir gehen mal raus. Das ist selten. Ja, genau. Wir gehen mal raus. Dann kannst du auch gleich mit den Kunden weiterreden. Mit dem potenziellen. So, wir haben gezeigt das von Rollerteam, den Zephiro 287 Integral. Mit 4 Schlafplätzen, 4 Sitzplätzen.
So, was habe ich? Genau, Preis haben wir noch gar nicht drüber gesprochen tatsächlich. Also startet bei 82.490 Euro. Dann gibt es natürlich verschiedene Pakete dazu, was man immer gerne möchte. Paket Elegance mit Hightech, mit Kameras, mit Rückfahranlage, Dachklimaanlage, elektronische Handbremse, Winterpaket, Gesundheit, Arktikpaket und so weiter. Ist eigentlich, du brauchst vielleicht ein Arktikpaket bald. Ja, vielleicht. Das könnte schon nach möglich sein. Nach 10 Tagen wärst du, freue ich das vielleicht, genau. Es gibt dann auch die kleinen Arktikpakete. Ja. Also somit gibt es natürlich, wie so ein Baukastensystem, kannst du das Fahrzeug letztendlich bestimmen, was du gerne möchtest. Das ist ziemlich cool, weil man braucht ja auch nicht immer alles serienmäßig, oder? Nein, muss man nicht alles. Genau. Super. Jeder hat andere Bedürfnisse. So ist es. Das war ein gutes Stichwort. Ich danke euch fürs Einschalten und hoffentlich bis bald.